I shall heed your counsel. I will not travel unaccompanied any longer. That was unexpected. Thank you, Pinello. Of course. What's Pinello doing? And what's the deal with that Lamont? That's no Lamont. Larsa Ferinas Solidor, fourth son to Emperor Grammys and brother to Vayne. What? That kid? Do not worry. I believe he will treat her well. Nobody knows men like Fran does. Our purposes lead the same way, to Ondor. We must find means to approach him. The Marquis is channeling money to organizations opposing the Empire. We'll start there. Wo war ich? Ach ja, jeder Charakter kann alles lernen. Technisch gesehen sind da Mystics ja von ausgenommen, weil... Ja, es kann eben nicht jeder Charakter alles lernen, ne? Mystics sind ja Ausnahmen... Alter, können Sie ganz normal nichts unterbrechen? Marquis Ondor announced my execution 2 years ago. If news of my survival were to spread, the Marquis may find his position compromised. The men he's been funding bear little love for the Empire. They won't be thrilled to discover that rumors of your death were, in fact, greatly exaggerated. If we were to raise a clamor to that effect, we might just get their attention. Nothing to it. I'll just go around town spreading the word. How about this? I'm Captain Bosch von Rotzenberg of Dalmasca! Well, what do you think? That certainly qualifies as a clamor. All right, Vaan, get to it. For the girl's sake, eh? Oh, and the more people around to witness your little performance, the better. If we're going to reach the Marquis, it's up to you. We'll be waiting here if you need us. Jo. Gut, lassen wir das mit den Mystics und Lizenzen alles erstmal sein. Unser neuer Job ist Krakele machen. Möglichst viele Leute müssen sich in unserer Nähe befinden, wenn wir die Wahrheit verkünden. Okay, nicht wirklich die Wahrheit. Ich meine, wir sind ja nicht der Hauptmann. Aber, ne, so im Übertragenen. Ob ein Charakter uns gehört hat, also ein NPC, nur welche mit Sprechblase können uns hören. Und ob der uns gehört hat, sieht man daran, ob sie sich zuwenden. Captain Bosch von Rotzenberg of Dalmasca. Okay, gut, die haben es vielleicht gerade schon alle gehört. Was wer es nicht hören soll, sind die Wächter. Wenn die uns hören, gibt es einen deftigen Abzug. Er ist okay, er ist okay. Bosch lives! Okay. I'm Captain Bosch von Rotzenberg of Dalmasca. Der da drüben auf dem Zaun hat mich jetzt zumindest. Oder auch nicht. I'm Captain Bosch! Die beiden haben mich jetzt gehört. Zwei Personen habe ich gehört. Okay, wir schauen mal, dass wir vernünftige Ecken finden. Wie gesagt, immer die Bejerber-Wächter aussparen. Weil Fremdführer hingegen geht richtig gute Erfahrung. Also Erfahrung, hier Punkte da. Ne? Also die kriegen auch diesen Sonderkommentar. Fremdenführer lohnen sich nicht. Don't listen to Ondor's lies! Eine Person, das war glaube ich eine. Das war die Frau. Jetzt hat uns der Sieger auch gehört. Das Radius ist winzig. Warn, brüll mal ein bisschen. Zwei Personen. Du bist nur normaler Zivilist. Ihr seid alle normale Zivilisten. Ihr seid nicht interessant. Bosch lives! Der Mori hat mich gehört und das war's. Oder auch nicht. Hat die Ja. Wechseln wir mal die Map. Jetzt ist nämlich auch... Oh, wait. Ah, nee. Hier kann ich nicht mit. Hier sind welche. Jetzt haben wir nämlich auch Gesamtbudget, aber auch... Im Gegensatz zu vorher. Und das gibt uns natürlich reichlich Möglichkeiten. Du bist ein Wächter. Bürgerin... Bist du ein Krankenführer? Ja, du bist ein Krankenführer. I'm the Bosch von Rotzenberg. Die Wache da drüben steht bestimmt außerhalb des Radios. Das wird... Naja. Egal. Wir gehen jetzt hier drüben auf diese Terrasse. Aus mehreren Gründen. Erstens sind hier scheißen viele Leute, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh yeah.
I'm Captain Bosch von Ronzenberg of Dalmasca. Kurz ist kein Mädchen, das ist doch. Arsch. I'm the Bosch von Ronzenberg. Okay, der Mogri hat uns gehört. I'm Captain Bosch von Ronzenberg of Dalmasca. Das hörst du aber, oder? Ja. Dieser Treppenführer. I'm Captain Bosch. So, da hätten wir nochmal zwei. Also ihr seht, hier hat man ein gutes Publikum. Und wenig Wächter. I'm Captain Bosch. Eins, so, mal. Und was ich außerdem hier irgendwo befinden müsste. Nein. 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 Don't listen to Andor's lies. Sollte ein NPC sein für unsere Mobs. Oh oh, oh oh. Hier muss doch irgendwo dieser blöde Typ hier sein. Gerüchte kennen wir dann doch. Oh, guck mal, die kriegen sogar die Namen auf sich schon mal. Ist das dann auch jetzt hier Gerücht kennen, der Kandidat? Jo! Okay, es scheint, wir können unseren Mob Heini jetzt in diesem Zug nicht machen. Nein, ich will jetzt nicht mit dem Wächter quatschen. Das wäre so ziemlich das Ungünstige, was passieren könnte. Oh, und mit der Zeit sinkt das natürlich auch, das Gebrabbel, sehe ich gerade. Also sollten wir uns lieber sputen, unseren nächsten Fremdenführer plus ein paar Zuhörer angeln und... Oh Gott. Ja, okay, wir haben sie schon so gut wie in der Tasche. I'm the Bosch von Ronzenberg. Bam. Wie waren das da nur zwei Personen? Das ist... Oh ja, komm. Dem Arkadier. Dem hauen wir es um die Ohren. Okay. Sehr ironisch. Und damit sollte unsere Best voll sein. Perfekt. Hey, der Mann hat ein bisschen Verstand. Das Tolle ist, man kann auch in die Läden gehen, um zu rufen. Und die Szenerie, wo diese NPCs aufgreifen, jetzt hier beim Abholen, wenn die Leiste voll ist, das unterscheidet sich echt je nach Ort. This is the one, Havaro. Says he's Captain Bosch, he does. He would sooner pass for the king. I knew he weren't no captain. That was a mean trick to be playing. If a trickery it ended, it would end well enough. But why this boy? And why Captain Ronsenberg? An explanation is due, and I will hear it. The Empire's hounds grow passing bold indeed. A shame if they learnt the Marquis trafficked with the likes of you. Agents masquerading as guides, a hideout at the back of a tavern? Not exactly earning high marks for originality, are we? Now you've done it! So Bosch von Ronsenberg does yet live. So Vaughn really is all right. I didn't think I'd ever get to see him again. You will join him soon. And until then, I shall see that you are kept from harm. Thank you. I am troubled. The Rabanastra Imperial Guard appear to have overstepped their bounds. I intend to speak on this with the Consul. What? Vaughn Solidor, the Consul, is my brother. The first duty of the Consul is to maintain order in Dalmasca. My brother is not one given to failure. Perhaps things aren't going as well as they might be, but give him a little time and he will put things to rights. Be not troubled. My brother is a remarkable man. He frightens me. Why? I'm sorry. He is your brother. It's just, you don't understand how much we lost to the war. My friends, my parents. So you fear the Empire?
Listen to me. The men of my family, we are taught to place the needs of others before those of our own. I will see that you are kept from harm. It is my duty to House Solidor. But how? How can I trust you? Because I give you my word. My brother would do no less. Dass Leute manipulieren, liegt da wohl in der Familie. I knew there must be more to it, but to find you at the end of this tale? Ah, to see the Marquis's face when he learns of it. I should like nothing more. I would meet him and see for myself. How say you, my lord? There is little to be said. I shall arrange a meeting with the Marquis. We shall expect you at the estate. So, bis exakt zu dieser Story-Sequenz, also, ja, danach war ich noch rumgelaufen, habe ich gespielt letztes Mal, also ab dem Treffen auf der Dings da. Auf dem Anwesen ist dann auch alles wieder neu für mich. Ja, gut. Ja, es ist eine Kneipe. Herrgott, muss ich jetzt jeden ansprechen. Ich suche gerade das AA-Anschlagbrett. Nidhack. Offen. Holen wir uns. Interesse an der Nacht auf Nidhack? Ja. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Mobs. Uff. Oh Gott, ist der Weg raus wieder. Wo war der hier? Ne? Genau. Dann machen wir jetzt die Mobs. Auch Mobs sind mit Mystex nämlich unter Umständen wirklich sehr viel einfacher. Sie sind eben einzelne hochstufige Ziele. Bosse und Mobs. Die sind mit Mystex einfach gut weit. Denen ist mit Mystex gut beizukommen. Wenn man früh in Richtung der Mystex geht, also wirklich direkt in Richtung, viel direkter als ich jetzt, dann müsste ich jetzt schon auf allen Charakteren 2 haben. Wenn ich das machen würde, dann wäre es in diesem jetzt für eine ganze Weile möglich, dass wir quasi alle Bossfights mit einer einzigen guten Mystex-Kombo beenden. Wenn wir die natürlich nicht schaffen, dann sind wir am Arsch, weil unser Equip und unsere Fähigkeiten, dadurch, dass wir kaum andere Lizenzen haben, ziemlich am Eimer wären. Aber ich bin mir doch 100% sicher. Was ich auch nochmal gucken wollte. Oh, ganz vergessen. Kurz die Mobliste angucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir immer werden den hier mitgenommen. Gut. Und wir haben Nidhack. Oh, ich sehe, der wird hier in der Regel eingestuft. Monsterkatalog haben wir natürlich ein paar zusätzliche Info. Skeletons. Zusatzinfos sind ist über Handelswaren. Was noch also nützlichere Infos gibt, denke ich mal. So, eigentlich haben wir da keine neuen bekommen. Ah, und Knochensoldaten, genau. Normale Info. Zusatzinfo. Da, 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 da. So, das Eisenschwert. Das ist, glaube ich, das Ding, das wir hier in Bejaba kaufen können. Also. Dadurch, dass wir Begane besiegt haben, kriegen wir... Oder? Nein, ich glaube, die Info kriegt man immer. So. Erste Seite und die zweite Seite. Auch erledigt. So. Und das war's. Piratennest. Wir haben einige Erfolge abgestaubt. Ich habe leider keine Ahnung, welche neu sind. Deshalb werden wir einfach alle durchgucken. Angriff hatten wir schon. Magie, auch nicht toll. Penelo, wir haben 100.000 Geld insgesamt verdient. Juhu. Cloud, die hatten wir auch schon. 500 Monster erlegt, die könnte neu sein. Eine 50er-Serie haben wir geschafft. Ist eigentlich so dramatisch. Eine Menge Schritte, Techniken verwendet und das war's. Okay, nicht so dramatisch. Was wir gekauft haben, ich hab's vergessen, weil es schon ein Weilchen her ist, dass die seltsame Schriftrolle, die wir uns durch Dexter freigeschaltet haben. Das war diese hier, das Waldläuferwissen.
Wir haben, wie gesagt, 18.000 dafür gezahlt, aber dafür kennen wir eben aus Untieren und Vogelmonstern, also zwei sehr häufigen Monstertypen, zusätzliche Schätze, also zusätzliche Items kriegen. Diese Schätze kann man dann natürlich wieder in wie kann ich diesen Satz mit in weiter vorlesen? In die Läden stecken, um wieder Handelsgüter rauszubekommen, eventuell, die ohne dieses Weiterverwissen überhaupt nicht freischaltbar wären, weil die entsprechenden Items nicht droppen würden. Also solche Wissensschriftrollen sind ungemein wertvoll. Ungemein wertvoll. Und dass wir jetzt so früh schon eine so nützliche doch schon haben, ich meine, Vogelmonster, davon gibt's viele. Untiere, davon gibt's viele. Ich meine, ihr könnt ja mal in Gedanken abzählen, was wir da schon alles hatten. Wir haben bisher gegen fast nichts anderes außer Untote. Ja gut, Untote und Soldaten, die gab's noch. Aber wir haben wirklich gegen vieles davon gekommen. Wo ist der blöde? Wo ist dieser NPC für die Schildkröte? Ich meine, das wäre ein Morgri gewesen. Dieser irgendwas mit D, glaube ich. Ach nee, Püree, so. Genau, den Mob haben wir nämlich über Mont Blanc gekriegt. Granitite. Ja. Heimlich gehaltenes Haustier. Behält sich auch nicht eine titanische Schildkröte als Haustier. Gut, egal. Wir gehen hin und töten es. Andere Eigenschaft von Mystex. Mystex sind, was Schaden angeht, unglaublich widerstandsfähig. Unglaublich schwer aufzuhalten. Fast alle, ich glaube, alle Mystex möchte ich skalieren mit Stärke. Und ich weiß gar nicht, ob die Abwehrkraft des Gegners überhaupt mit eingenommen wird. Jedenfalls, die Techniken sind halt so schon unglaublich stark. Und die Finisher zum Beispiel sind, glaube ich, wirklich nur ein gewisser Stärkewert mal Level des Gegners, mal eventuell noch ein Modifikator. Aber da spielen weder meine Stats noch die der Gegner rein. Das heißt, es ist unglaublich schwer, sich gegen den Schaden einer Mystik-Kombo zu verteidigen. Das ist natürlich gerade wegen der Granitit. Also hier so eine riesige Panzerschildkröte sieht aus, als wäre sie schwer zu knacken. Gerade da wird der Scheiß wertvoll. Ich weiß nicht, ob Protis oder Valum auch Mystex Einfluss haben. Ach, heißt er. Bevor wir speichern, quatschen wir hier mit dem Typen für Nidhegg. Hier. Genau. Beim Bauchspeck seines Vaters. Ja, genau, jetzt wisst ihr es. Siegredensart und so. Der Typ hat einen Smiley. Okay. Doch, der Typ hat voll den Smiley auf der Brust. Ohne Scheiß. Ich meine, das kann nicht nur ich sehen, oder? Egal. Gut. Ich hoffe mal, dass man die beiden hier gleichzeitig erledigen kann. Sonst könnte ich nämlich durchgehen und ich glaube, Nitek kriege ich ohne Mystexe. Und dann gegen die Granitite räume ich auf. Anitek erinnere mich nämlich, den habe ich letztes Mal früher gemacht und da habe ich unglaublich viele Items verbraucht und es gerade so mit Hängen und Würgen geschafft. Jetzt stehe ich etwas besser da und weiß, was mich erwartet. Mit den Mitteln, die im Moment zur Verfügung stehen, was Magie angeht, sollte der nicht das geringste Problem sein eigentlich. Plus, dass ich ja auch einfach stärker bin. Also dann. Mobjagd! Das muss ja auch mal wieder gemacht werden. Ich glaube, diese zwei Mobs sind zum Beispiel auch welche. Nee, warte. Nee. Rangaufstufen kriegen wir noch nicht. Dafür brauchen wir 8 Mobs. So viele haben wir nicht. Aber es wird trotzdem schon was. So. Gut mal nachgucken. Okay. Kann es sein, dass beide Fähigkeiten. Ja, okay. Genau, die beiden Zauber sind es, die ich will. Habe ich noch Lizenzpunkte über? Hat bei Gamden vielleicht welche gegeben? Okay, ich habe Lizenzpunkte über. Sagen wir es einfach mal so. Hatte ich echt so viele über? Ach ja, genau, wegen des Kraftwerks. Gut, Planänderung. Andererseits, nee. Lohnt sich nicht.
Aber sie holt sich den Kraftbolzen. Der lohnt sich nämlich. Und bei erlittenem Schaden, bei erteiltem Schaden, hier oben war irgendwo bei erteiltem Magieschaden, irgendwo hierbei. War hier nicht gerade HP? Oh, okay. Gut. Schon krass, wie teuer die manchen Sachen werden. Ach genau, hier beim Besiegen von Gegnern MP wiederkriegen. Das war das, was mir vorhin nicht eingefallen ist. Und jetzt auch. Ich gehe jetzt ganz einfach mal ein bisschen kleinschrittiger ran, weil ich einfach schon so stark bin und einfach mal jetzt ein bisschen auf Vielseitigkeit gehen kann. Barsch. Gott, es kann ja nicht sein, dass du auf eine 120er Technik sparst. Hier. Ja. Warum hat der jetzt plötzlich so viele Lizenzpunkte her? Das macht keinen Sinn. Ja, ist ja. Warum ich die Draufgänger übrigens bei Warn und Wasch nicht kaufe, ist einfach deswegen, dass die beiden so eine tankähnliche Rolle erfüllen. Vorne stehen, möglichst viele Angriffe abfangen. Und dementsprechend haben sie fast nie volle HP. Es nützt ihnen einfach nicht viel. Während Valthea und Fran, okay, Fran ist ja nicht da, aber, ne? In der Theorie, einfach die entsprechenden. Die sind Fernkämpfer. Die stehen hinten. Also, ich weiß nicht, ob Valthea hinten stehen wird. Im Moment tut das. Später vielleicht nicht mehr, aber Fran zumindest wird hinten stehen. Und dementsprechend einfach weniger Schaden. Und länger auf vollen HP bleiben. Und dann lohnt sich das gar nicht. Unser Ziel ist jetzt die. Was ist denn hier seine Gambit aus? Dass die Gruppe wieder voll unter eigener Kontrolle habe. Unser Ziel ist die Weggabelung. Das bedeutet, wir haben. Also ein Mob ist hier. So hab ich es zumindest in Erinnerung. Und ein Mob ist irgendwo in diesem Bereich. Und ja, gehen wir halt mal los. Ah, was mich auch interessiert, ist, ob ich jetzt vielleicht endlich mal dieses blöde Tor hier aufmache. Wow, schöner Crit. Keine Ahnung, von wem der war, aber er war schön. Mann, jetzt bin ich schon so ein bisschen ans Gambit kämpfen gewöhnt. Also ans alle Gambits haben. Das ist gefühlt, das ist ätzend. Aber vielleicht bei Nitek tut's Gambit allein einfach nicht. Ich könnte natürlich auch Nitek hingehen, Nitek mit den Mystakes geradezu über den Jordan schießen. Ja, das ist, war das hier mit dem Bogen, der jetzt nicht Schaden macht. Ja, kritisch 270. Das hier macht normal so viel. Interessant, was hier keine Selbstverteidigungsgände, wie es scheint. Keine Gruppenverteidigung. Ah ja, dafür. Wieso? Ach genau, deswegen. Gegner, der die Gefährten angreift. So. Und weiter geht's. Kurze Feineinstellung. On the fly. Da hinten das Gitter kann man aufmachen. Ich weiß. Ich weiß, dass das geht. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß nur nicht, warum es im Moment für mich nicht. Jetzt geht es. Okay, es hängt also wirklich davon ab, dass man das nicht machen kann, solange. Na. Laser mit dabei. Und. Ja, sollte sich da hinten mal kloppen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt meine Hilfe brauche. War klar, dass jetzt hier natürlich was droppt, was ich dann mit. Gut. So. Jetzt können wir nämlich einfach, jetzt haben wir einfach mehr Möglichkeiten, was die Wege angeht. Ich kann es. Dieses Gitter hat dort wirklich nur Schaden angerichtet und deswegen macht es. So, ist hier wieder unser Lieblings-Rare oder, Also, dass ich Fran übrigens so magiemäßig ausgelegt habe, ist wirklich nicht Provisorium. Weil ich jetzt im Moment sonst keinen magie-spezialisierten Charakter in der Gruppe habe. Und einen davon habe ich einfach so lange. Schaden wird's nicht, weil sie solche Sachen wie Blind und Protes, die nicht direkt, wo nicht direkt der Magiewert wirklich was bringt, wollte ich eh sie mitmachen lassen, weil dann habe ich später einen richtigen Magier und einen Hybrid-Charakter.
Deswegen sind die ganzen Lizenzen mit MP-Verbrauch und Reduktion und so, die kommen mir schon zugute. Aber... So, jetzt sind wir gleich da. Dann hoffe ich mal, dass ich hier Zeit habe, um... Ja, vorne ist es. Dass ich hier die Zeit habe, in Ruhe mich durchzubuffen. Sobald das der Aktionsschriftzug auftaucht, kann man den nächsten Befehl geben. Weil dann hat der Charakter die Bewegung und die Aktion halt begonnen. Und kann ab dann auch nicht mehr abbrechen. Also abgebrochen werden kann er. Durch Gewalteinwirkung oder so. Aber aus eigener Entscheidung abbrechen ist. So, wir haben da links. Keine Ahnung was. Das Viech hat Valomprotes Hast. Oh, ich hasse. Warum müssen die... Wer bufft diese Viecher? Egal. Wir hauen trotzdem mal blind drauf. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Schauen wir, was die Fledermaus macht. Was ist das? Okay, wir haben es geblendet. Das ist schon mal sehr gut. Wenn jetzt lauter zusätzliche Viecher ankommen, ist es natürlich blöd, aber nicht zu ändern. Muss Warn die halt miterledigen. Na gut. Kannst du jetzt wirklich brav auf Warn konzentrieren? Ja, tut er. Oh, das ist schön. Mit Warns hoher Blockchance, er hat zwei Schildblock verbessernde, also zwei Reflex verbessernde Talente, die Gauntlets, also das Accessoire, das das verbessert, und der Gegner ist blind. Ihr merkt es so langsam, die Trefferrate von diesem Krieg ist unter aller Schatten. Ne? Das ist, also ich habe überhaupt nicht gewusst, dass der so stur auf Warn bleibt. Au. Aber, das ist wirklich par excellence, wie man physische Gegner ausschaltet. Charakter mit hoher Blockchance, blind. Wenn ich hätte, also, ja, ich, und Protis. Also, ihr müsst euch vorstellen, der Speerstich samt Protis macht ja so viel Schaden, ne? Also, dieser Nitek kann schon richtig Schaden verursachen, aber, nein. Also, allein blind und Protis haben diesen Kampf an sich schon entschieden. Dass ich so viele HP hatte, war zwar schön, war dann noch, quasi der Tropfen oben drauf. So, jetzt geht's weiter. Ganz nach hinten durch, bis wir diese blöde Schildkröte finden. Und dann werde ich auch einfach mal den Dungeon fertig erkunden. Weil mich interessieren würde, wie weit geht es noch weiter, bevor wir wieder an irgendwelche Tore stoßen. Die vielleicht erst wieder über erst mit der Story irgendwie freigeschaltet werden. Für das Tor da drüben, also ihr seht ja auf der Minikarte, sind diese Wände, sind diese Gänge als abgeschlossen markiert. Aber ihr seht ja auf der Karte, dass es noch weiter geht. Wir haben aber keine Schalter hier. Man sieht schon auf der Minikarte, dass es diese Schalterpodeste nicht mehr gibt. Und auch sonst habe ich keine gesehen. Oh, das kommt jetzt. Jetzt werdet man nicht albern. Hier kommt er. Und deswegen habe ich den Verdacht, dass man über die Flöze hinten weiter muss. Und da dann irgendwann ein Tor offen ist. Per Story. Durch das man dann quasi von oben wieder komplett runter kann. Und dann von der anderen Seite die ganzen Türen auf. Okay, ich laufe jetzt einfach mal durch. Nein, halt, ich laufe nicht durch. Ich brauche noch MP. Und solange ich nur normale Angriffe verwende, regeneriere ich am Kämpfen wirklich MP. Und deswegen ist das schon okay so. Was wir auf jeden Fall mal machen müssen, ist... Ich habe übrigens festgestellt, dass man auch die Reservecharaktere heilen kann. Hier unten kann man mit den Schultertasten umschalten, wohin man zielt. Wir sollten jetzt mal Fran heilen, dass das Wahn wieder Hauptziel wird. Schön gleichmäßig verteilt. Naja, sie hat eh schon so wenig sie hat eh schon relativ wenig MP von ihrer zweiten Leistung. Dann lassen wir das mal. Dieses Geräusch übrigens, das ihr gerade gehört habt, als weil es hier gecastet hat. Das bedeutet, dass ein Myst gebrochen wurde oder voll wird. Damit müsst ihr ab jetzt leben. Das wird uns ab jetzt begleiten, weil immer wenn wir zaubern, das erste Mal in einem Dungeon wird es auftauchen, das Geräusch.
Und irgendwann zwischendrin ploppt es auf, wenn du dies laufen oder einfach.